Nicht, wenn ich rauche. Ich sterbe relativ häufig, ist dir das schon mal aufgefallen? Ja, die lustigsten Tode kommen dann, wenn ich gerade ziehe. Ich muss echt immer warten, bis der Zauber wirklich anschlägt. Und ich sollte vielleicht auch mal auf meine Pistole wechseln, damit ich wenigstens ein bisschen schneller Mana bekomme, weil der zieht doch relativ viel. Ich wollte nur noch mal demonstrieren, wie toll dieser Zauber ist, weil ich ihn so gerne ausführe. Oh Gott. Meine Fresse. Ich weiß warum. Okay. Sehr schön. Sensei. Ich hab schon fast alle Waffen. Aus dem Weg. Also, was lebt denn der so lang? Hallo, ich hab die Sense der Geilheit in meinen Händen. Die Sense der Geilheit. Mach das mal in Real Life. Versuch mal eine Fledermaus mit einer Sense zu erwischen. Ich bin Mr. Miyagi. Ich bin der westliche Mr. Miyagi. Ich glaube, als nächstes müssen wir den Ambrose killen. Nee, Quatsch, oder? Entweder den Ambrose oder den mit A. Den, Aaron? Der Aaron, ja. Einen von den beiden. Aaron Carter. Better head back to the mainland. So, genau. Ich muss jetzt praktisch zurück aufs Festland. Und damit auch zu Jeremiahs Villa. Und mal schauen, was sich da zwischenzeitlich getan hat. Nichts. Ich glaube, ich komme jetzt auch bald zu und nach Onairos das erste Mal, oder? Du warst beziehungsweise schon mal das zweite Mal, aber das erste Mal so richtig. Vielleicht hat die Haushälterin einen Kuchen gebacken. Something was watching me. What? Outside, in the shrubbery. All I know is Jeremiah isn't paying me enough for this. I'm leaving. Er fühlt sich unterbezahlt. Er hat da was gesehen. Ein Medpack. Das Medpack hat mich angestarrt. Gott, Hilfe! Es hat mich so lüstern von der Seite angeschaut. Deine geilen Mullbinden. Damit wickelst du mich ein. Bondage. Bondage mit Mullbinden. Look alive, he's here. I need you slow. Ja, ich sollte bei denen schießen. A cut might improve your looks. Arschloch? Hallo? Ich sterb viel zu oft. F7, ne? Ja, F7. Get him now! Look alive, he's here! Oh! Achso. Wie unfreundlich. Ja, das ist höhere Reichweite wie ich. Ja, das ist Taktik, du. Auch wenn sie auf eine gewisse Art und Weise ziemlich stupide sind. Du schießt ihm auf den Arm? Natürlich. Ich meine, wenn du nicht 50.000 Kugeln im Arm schießt, irgendwann verblutest du auch. Ja, zur Seite, oder? Ja, guck mal. Olle. Ich habe mir was ganz was anderes gedacht. Ja, ich auch. You got a journal entry. Meine lieben Transi-Brüder. Transi-Brüder? Nein, Trisnati. Trisanti. Jetzt. Der Unbekannte muss gestoppt werden. Seid vorsichtig, er hat Skill. Er hat Skill. Das ist kein Noob. Denkt an den Ratschlag des Meisters im Osten. Im Osten, ja. Hence a general is skilled while in the tank. Okay, der General ist gut im Angriff auf dessen, wo der Gegner nicht weiß, was er zu verteidigen hat. Stimmt es so ungefähr? Genau, und er ist gut darin, sich zu verteidigen, wo der Gegner nicht weiß, wo er anzugreifen hat. Also genau das Umgedrehte. Haha. Wenn der Unbekannte tot ist, Pirates. Zurück zu Pirates Cove, also die das Piraten. Das ist ein
Ein Hülle. Super Tabak, den empfehle ich euch. Pirate's Cave von Starbucks, der ist richtig gut. Erinnerst dich noch an den, wo wir LAN hatten? Und es sagt mir auch, ich muss den Ambrose killen als nächstes, weil der ist nämlich der in der Pirate's Cove. Ah, das ist das Gewächshaus von der Bethany, glaube ich, hieße. Da ist eine geile Mullbinde. Das wie geiler. Das da unten auch? Ja. Diesen schönen Amplifier Stone. Schwimm! Er kann noch lange. Ja, ich hoffe, der soll jetzt nicht. Irgendwie. Hä? Okay, egal. Jetzt wärst du ersoffen. Ja, in Half-Life war es ein bisschen realistischer. Da hat man das, was man unter Wasser an Energie verloren hat, durch sein Trinken gleich wieder bekommen, wenn man aufgetaucht ist. Ja. Genau, das ist das Gewächshaus. Oh, das sind so schwule große Pflanzen, die ich ganz und gar nicht mag. Mit langen Stängeln. Ich sag mal, wie viel habe ich denn jetzt mittlerweile? 17 Stück? Und du hast den Küchenschlüssel. Und ich habe den Küchenschlüssel. Grüß Gott. Als ob nichts wäre. What's inside the building? The old greenhouse, you mean? No one's been in there for ages. When Bethany was young, she used to be quite the gardener. Thank you. Oh. Oh. Oh, es ist also eins von diesen moralischen Spielen, ja? Keine Unschuldigen töten. Ja, okay. Ich glaube, jetzt sind die Pflanzen aber noch nicht da. Gott, hat die im langen Stängel. Ja. Machen langsamer, ha? Ich mag die nicht. Ich hasse sie. Hey, immerhin stehen sie nicht auf wie Skelette. Das stimmt allerdings, ja. Hab ich eigentlich? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob die das können, ja. Die ignorieren dich? Aha. Ha, ich hab ein Herz oder sowas. Ich hab ein Herz. Du hast ein Herz, das wollte ich gerade sagen. Ein Herz mit Pflanzen. Ich habe den grünen Daumen. Ey. Ey, ey, hey. Immer mit der Ruhe, ne? Nee. Ah, genau. Aber sie hat auf jeden Fall den Aaron erstmal stumm geschalten. Gut. Genau, weil da hat sie anscheinend immer runtergemacht, während ihrer Forschung hier im Gewächshaus. Also da war anscheinend noch ein Zwist unter den beiden, aber ich lese mir das nicht alles durch. Wie war das? Mana Well. Okay. Heißt es, ich habe jetzt mehr Mana? Hallo? Das volle Munition? Oh, das ist Teasing, oder? Du hast, glaube ich, recht. Ja, ich habe mehr Mana! Leute, ich habe mehr Mana! Schreibt einen Kommentar, wenn ihr mögt, dass ich mehr Mana hab. Du wirst keinen Kommentar kriegen. Oh. Das sieht man dann mal, wie viele Leute wirklich unsere Videos anschauen. Ich glaube, das ist denen wurscht. Wahrscheinlich, ob du mehr Einziger. Mana hast. Es ist wurscht, dass wenn... Ich kann gerade Deutsch mehr, ich bin ruhig. Ja. Du musst auf Spanisch reden. Ja. Me gusta. Was? Me gusta. Was heißt Gefällt ich? Mir. Ach so, okay. So, die Kitchen, ne? Kitchen Door. Hui! Genau, ich muss jetzt zur Pirate's Cove. Ach, die gute alte Küche. Ah, nein! Ah! Poltergeist! Ja, das war das, was ich meinte, wenn ich jetzt zurückkomme, dann... Das habe ich in einem der ersten Teile gemeint. Dann fliegen die ganzen Geschirrsachen auf mich. Au! Hat's mir doch noch erwischt. Ey, aber die Medpacks respawnen. So ein Respawn mag ich natürlich. Das ist was anderes. Jammed. Aha. Ach, Moment. Da drüben ging's ja, glaube ich, weiter. Dann ging's noch die Treppen rauf.
Doch nicht? Irgendwann geht dem Poltergeist auch das Geschirr aus. Ja. Ah! Ja. Hallo, ein Amplifier nach dem anderen. Ja, schon viel Messer da liegen. Oh, so. Hier ist ja an sich sonst nichts, ne? Mal schauen. Da gibt es auch so sinnlose Zauber, zum Beispiel dieser Dispel Magic, den habe ich bisher kaum verwendet. Ich frage mich, wofür ich den überhaupt brauche, außer an der einen Stelle. Ja, vielleicht später nochmal irgendwann. Und jetzt einen normalen Save. Ja. Wo geht's denn jetzt verdammt nochmal weiter? Geht's da raus einfach? Ah. Er schon wieder. I've seen strange men prowling the grounds. I don't know where they're coming from. Ja, ich weiß, die wollen mir Böses. Die Leute. Gleich wieder Pistole. Dix brauche ich bloß für die Hauler eigentlich, die Sense. Ja, für Melee-Charaktere halt, ne? Ja. Beziehungsweise ich höre wieder einen. Ah! Oneiros. Da oben. Rosa Rauch. Der rennt cool. Damals hatte ich noch nicht so richtig die Möglichkeit, Animationen zu machen. Da gab es ja noch kein Motion Capturing und sowas. Ah, ich dachte schon, der liegt jetzt wieder so cool da. Aber hier ist irgendwo ein Amplifier und den will ich haben. Irgendwo unter dir. Ja. Wahrscheinlich wieder unter der Treppe. Oder unter der Brücke diesmal. Oder im Wasser. Ah, da kann ich nicht tauchen. Ich könnte jetzt erstmal den stören, Fried. Oi! Nicht nett. Eso hombre no es amable. Was? Also klar, ich soll auf Spanisch reden. Was will der? Komm her! Du Sau. Das war aber mies im Rücken geschossen. So. Jetzt kann ich mich hier in Ruhe mal kurz umgucken. Den Amplifier Stone suchen? Ja, und vor allem die Shotgun-Munition. Zack, zack. Noch einmal. Ah, ich glaube, ich muss jetzt echt erstmal nach Oneiros. Also ich habe auf jeden Fall ein Medpack. Oi. Der wollte doch nur pinkeln. Also wir haben ein Medpack, wir haben zweimal Dynamit. Ich habe keine Ahnung, wo der Amplifier sein das soll. Es ist auch kein Amplifier Stone. Das ist wieder. Doch, es war ein Amplifier. Ich dachte, es wäre wieder so ein Mana-Herz gewesen. Naja, egal. Oneiros. Turm. Statue, genau. Wie ist es nochmal? Dynamite. Naja, da du sehr viel Dynamit hast, musst du wahrscheinlich das irgendwann wieder benutzen. Hä? Ich weiß, dass es hier drüben später mit dem Blitz anscheinend was gibt, mit dem Blitzzauber. Den ich übrigens auch für den letzten Endgegner brauche. Du kannst da wahrscheinlich hochklettern an der Wand, so wie es hier ausschaut. Ich weiß nicht mehr, wie ich da hochkomme. Ah, nee, doch nicht. Doch, da. Sehr schön. Ja, einmal den Dings angeschalten, den Scry. Das Scry ist praktisch. Jammed. Okay, dann brauche ich später einen Blitzzauber. Okay. Da brauche ich später den Blitzzauber. Okay, muss ich jetzt hier dann doch noch gar nichts machen? So wie es aussieht, ja. Plätscher. Die Shotgun Shells hast du schon voll, ne? Die habe ich voll, sonst könnte ich das jetzt gerade nicht aufnehmen. So, die Frage ist, wo ich jetzt lang muss. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop.
Hä? Der verwirrt dich. Schau mal, geile Waffe, hä? Willst du auch sowas haben, Junge, hä? Unterbezahlter Bastard. Setz dich bloß nicht auf meinen Stuhl da. Mein Stuhl. Okay, darfst dich setzen. Nicht setzen! Ah, ich wollte jetzt rein. Won't budge. Okay. Ich habe jetzt mal gerade eine ganz andere saudumme Idee. Eine saudumme Idee? Ja. Das ist wie beim letzten Mal. Oh. Wir finden nicht, wo es weitergeht. Jammed. Okay. Ich habe gedacht, ich muss vielleicht raus. Won't budge. Mein Zimmer. Aula. Okay, ich muss dann anscheinend echt hier draußen irgendwas machen. Scheinbar, ja. Ah, stimmt ja. Ah, verdammt. Okay, wir machen das nächste Mal weiter. Jo. Entschuldigung. Also tschüss. Dann, ciao, Leute.